Nock will Köchin werden. Sie kommt aus Vietnam und macht eine Lehre im Traditionsgasthof zur Post in Rohrdorf. Ohne Fachkräfte aus dem Ausland geht es im Hotel- und Gaststättengewerbe ohnehin nicht mehr. Und ihr Chef, der Wirt Thomas Albrecht, hat zunehmend Probleme, Leute zu finden. Wir sind sehr froh, dass wir die im Auszubildenden haben, unsere ausländischen Auszubildenden, weil wir wirklich dadurch die Lücke schließen konnten, die Corona die in den letzten 3 Jahren gerissen hat bei uns. Weil der qualifizierte Nachwuchs fehlt, bietet das Wirtshaus keinen Mittagstisch mehr an. Dabei müsste dringend Geld reinkommen. 5 Millionen Euro hat allein das neue Gästehaus gekostet. Aber wer sorgt nun für die Fachkräfte? Thomas Albrecht fühlt sich von der Politik alleingelassen. Der Bundeskanzler fliegt nach Brasilien, akquiriert 600 Arbeitskräfte, was sicher dringend notwendig ist. Tolle Sache. Aber für unsere Branche tut die Politik nichts. Kein leichter Auftritt also für Arbeitsminister Hubertus Heil beim Tourismusbranchentreffen in Berlin. Er gibt zu, es läuft nicht alles rund, vor allem an den Botschaften im Ausland. Und eins ist die Lahmarschigkeit, entschuldigen Sie meine Ausdrucksweise, der deutschen konsularischen Abteilung, was Visaerteilung betrifft. Das muss sich ändern. Das ist Job der Bundesregierung. Doch auch die Bundesländer könnten seiner Ansicht nach mehr für die Gewinnung der Fachkräfte von morgen tun. Ich wünsche mir Berufsorientierung an allen Schulformen ab der 5. Klasse, übrigens auch an Gymnasien in Deutschland. Und zwar in allen 16 Bundesländern. Die Zahlen des Wirts sind jedenfalls eindeutig. Früher hatte Thomas Albrecht 12 festangestellte Servicekräfte. Heute sind es 6 und 12 Minijobber.